Willkommen zurück, Leute. Kollis hier. Hoffentlich jetzt mit dem letzten Endboss. Mal gucken. Wir vermöbeln jetzt den Drachen. Schrägstrich Abaddon. So. Der kriegt erstmal hier aufs Maul. Also ohne das Fett geht, ist man glaube ich komplett lost. Sehr schön, man kann direkt tippen, nachdem man gelandet ist. Wieder hoch, wieder hoch. Oh, das war auch super schnell. Schön. Bisher clean. Fuck man. Nee, 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 nee. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. So eine Kacke, Alter. Verhält denn der aus? Oder muss ich das jetzt einmal komplett neu machen, weil ich das Quicktime-Event verpasst habe? Oh, diesmal habe ich es geklappt. Puh. Okay, er fliegt ein bisschen. So, Drache tot. Oh, ist er wieder Abaddon. Und er schädelt richtig ein. Holy shit. Fuck off. Da hat er zu viel Reichweite. Das war gut. Oh, komm. Nee, 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 nee. Okay. Sehr gut. Ja, was kommt? Okay.
Warum muss er mit Felsbrocken zu mir werfen? Holy shit, macht er damit viel Damage. Nutzlos! Nur eine Klinge kann mich verletzen. Oh, nächster Quick Time Event. Ah, komm, 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 komm. Oh, Alter. Ich pot mal vorsichtshalber. Der macht mir zu viel Schaden. Na komm. Okay. Dann macht er jetzt instant seinen Attack wieder. Ja. Also damit darf er mich hitten. Oh, das war clean. Nicht durch deine Hand fallen. Oh, nächster. Komm, 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 komm. Sehr gut, ey. Du hast mich etwas gelehrt, Abaddon. Manchmal muss man die Pflicht vernachlässigen, um zu tun, was getan werden muss. Es ist nicht die Pflicht, die mich dich jetzt töten lässt. Was du gesät hast, Verräter! Krieg! Du hättest wissen sollen, dass es kein Zurück gibt. Der Rat. Sie wussten, dass du wegen deiner wertvollen Ehre niemals den Henker spielen würdest. Also ließen sie dich fallen. Sie wussten, dass du jeden abschlachten würdest, um deinen Namen reinzuhalten. Und du hast es getan? Nein! Geduld, Hure. Für dich habe ich auch noch etwas. Das nehme ich. Wenn es gebrochen würde, kämst du vielleicht auf Gedanken, wie zum Beispiel, nicht in deinen Käfig zurückzugehen. Es ist wirklich tragisch. Du hattest die Freiheit in Händen und dann hast du sie verloren. Was ist so verdammt lustig? Selbst du würdest nicht auf deiner eigenen Beerdigung lachen. Ich lache über dich. Nex Sacramentum. Der Todesschwur ist vollendet. Höllenwachenhure! Was hast du getan? Nein, nein, nein! Ich werde deine Innereien durch deinen heiligen Schein ziehen! Steh nur wieder auf! Ich werde dich nochmal töten! Ich habe nur Befehle befolgt, wie du. Was hast du vor? Gegen den Rat kämpfen? Gegen alle kämpfen? Du wirst niemals entkommen. Hörst du? Niemals! Vergiss nicht, wer die Leine hält. Ich habe es nicht vergessen.
Du wusstest. Du wusstest, was passieren, was ich tun würde. Deshalb hast du mich verschont. Nein. Warum dann? Weil ich nicht wollte, dass die letzte Ehre des Himmels mit seinem Meister stirbt. Die Schulden sind beglichen. Die Pflicht könnte mich eines Tages wieder das Schwert gegen dich erheben lassen. Wenn dieser Tag kommt, werde ich nicht zögern. Du wirst gejagt werden. Die Weiße Stadt mit Sicherheit, der Rat und auch andere. Willst du diesen Krieg alleine führen? Nein. Nicht alleine. Damit haben wir es geschafft. Darksiders 1 beendet. Resümee habe ich ja schon mal gezogen. Wie gesagt, ist ein gutes Game, bis auf der letzte Dungeon. Ansonsten kann man sich das halt mal geben. Darksiders 2 ist aber in allen Belangen, würde ich sagen, besser. Also in Darksiders 2 haben sie deutlich mehr Verbesserungen gemacht. Das wirkt einfach ein bisschen schöner, ein bisschen runder. Also von daher, aber trotzdem war immer ganz schön, mal wieder durchzuspielen. Auch wenn ich mich am Ende eigentlich nur geärgert habe. Gegen Ende, damit der letzte Dungeon gemeint, so mit 4 oder 5 Parts. Das hat mich schon ziemlich getiltet. Aber ansonsten mit Apokalypse auch gut durchspielbar. Ist jetzt nicht so ultra schwer. Ja, die Viecher, die one-shotten einen teilweise doch sehr schnell. Aber ansonsten alles fein. Guti, dann sage ich mal, schönen Tag euch noch. Ich lasse euch noch die Credits laufen. Mal gucken, vielleicht kommt danach noch ein Abspann. Ich weiß halt nicht, ob da am Ende von Credits auch noch einmal eine kleine Szene kommt für Darksiders 2. Man sieht sich. Bis denne. Ciao.